Das Wort Kalligraphie stammt aus dem Griechischen und heißt übersetzt so viel wie schön schreiben. Es ist eine Kunstform, die in der digitalen Zeit viel an Bedeutung verloren hat, denn Kalligraphie wird immer per Hand produziert. Anders also als die Typografie, denn das ist die Kunst und das Handwerk des Druckens. Bei dem werden mit beweglichen Lettern oder Typen die Texte zusammengesetzt, während bei der Kalligraphie Schreibfeder und Stift zum Einsatz kommen. Eine, die diese alte Kunst noch beherrscht, ist Roma Fromme Monsis. 122 Schriftarten mit etwa 6500 Zeichen gehören zum Repertoire der Kalligraphin. Das ist weniger als ein PC-Wortverarbeitungsprogramm, aber dafür kennt sie auch die Geschichte hinter der Schrift. Am liebsten spielt die Künstlerin mit barocken Frakturen, da sie so schön verschnörkelt sind. Aber am interessantesten findet sie die alten Schriften, also solche, die schon seit mehr als 2000 Jahren existieren. Seit 30 Jahren gibt es inzwischen in Hatzfeld ihr Haus der Buchstaben. Seitdem arbeitet sie dort nicht nur als freischaffende Künstlerin, sondern unterrichtet in ihrem Skriptorium auch andere. Dabei geht es nicht nur um den Erhalt der Kunstform, sondern auch um das Weitergeben von Wissen und Geschichte. Daher gibt es bei ihr auch ein kleines Museum, auf dessen Boden und in den Vitrinen sind mehr als 2000 Jahre Schreib- und damit auch Menschheitsgeschichte zu sehen. Denn für Kalligraphie ist mehr nötig als nur eine ruhige Hand. Fromme Monsis verfasst oft Urkunden und Dokumente für Adelshäuser, hat aber auch viele Aufträge in Museen. Dazu gehört dann auch das Anfertigen von Handschriftrepliken berühmter Geistesgrößen, zum Beispiel Martin Luther oder Gottfried Wilhelm Leibniz. Dazu muss sie sich in die Schreiber hineindenken können, ihren Stil und ihre Persönlichkeit erspüren. Nur so kann sie der nachempfundenen Handschrift den passenden Ausdruck verleihen. Mit der Gestaltung der Schrift kann umgekehrt aber auch die Wirkabsicht von Poeten und Autoren verstärkt werden. Denn auch eine Schrift kann wild sein, bodenständig und verspielt.